Moin und willkommen zu einer weiteren Folge LS15 auf der Wildeshauser Geestmap. So, ja. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir seit der letzten Folge die Zeit mal so ein bisschen vorlaufen lassen. Da auch erstmal so nichts weiter zu tun war. Es gibt auch so noch einige Veränderungen hier. Wir haben, ja, die ein oder andere Maschine noch verkauft. Schmerzlicherweise war darunter auch der MG-Truck. Aber ja, war momentan halt einfach nichts zu gebrauchen. Stand doch mehr rum als alles andere. Davon haben wir auch ein bisschen was Neues gekauft. Unter anderem Teleskoplader mit Schaufel hier für unser Lager neben dem Hof. Beziehungsweise dafür den Lager- und Anlagenkomplex. So, dann hätten wir jetzt theoretisch nur noch den Fendt und den John Deere als Trecker gehabt. Es wird definitiv nochmal wieder, oder werden noch wieder ein, zwei Trecker fest auf den Hof kommen. Ich bin mir da aber noch nicht ganz schlüssig, welche wir nehmen werden, und von daher habe ich mir erstmal von einem befreundeten Unternehmer einen Case 230 CVX geliehen. Den können wir jetzt erstmal auf eine bestimmte Zeit nutzen. Und wir werden ihn auch entsprechend denn nutzen. Können wir unsere Fahrzeuge oder unsere eigenen Schlepper ein bisschen schonen. Ja, zu dem Case, was kann man da großartig sagen? Ist nichts Besonderes. Ist nun schon ein ziemlich alter Mod. Hat keine besonderen Funktionen. Muss ich ja auch nicht unbedingt haben, auch wenn es mal hier und da mal schön ist, aber man kann auch verzichten, weil, oder drauf verzichten, weil erstmal, wann nutzt man diese schon, und im Endeffekt bringen sie auch nicht viel. Ja, die Hülkmulde, das ist jetzt mittlerweile unsere. Und in dieser Folge werden wir uns jetzt erstmal hauptsächlich damit beschäftigen, Kompost zu holen. Und zwar ja von unserer Kompostierungsanlage, dass wir uns den erstmal ins Lager fahren. Und gucken wir mal, wie der sich jetzt hier dabei so macht. Jo, dann sollten heute ja eigentlich die Aufnahmen im Multiplayer stattfinden. So drei, vier Folgen. Wie es jetzt den Anschein macht, wird das wohl nichts mehr. Schließe ich jetzt einfach mal auch aufgrund der Uhrzeit. Hat sich ja nun bisher auch keiner gemeldet oder angefragt. Gut, ich hätte auch die Leute entsprechend anschreiben können, aber es läuft normalerweise immer so, dass die sich dann bei mir melden, wenn irgendwie was ist. Und ja, meine Motivation ist jetzt heute auch nicht gerade die größte. Von daher verschieben wir das Ganze einfach mal um eine Woche und genießen die Ruhe, die wir heute so haben. Kann ich halt hier noch mal ein paar Folgen aufnehmen, wo ich gestern halt nicht so zugekommen bin. Hat halt alles Vor- und Nachteile. Oh, für die nächste Tour werden wir uns gleich aber noch mal einen anderen Anhänger mieten. Da kam gestern noch von FSM was raus. So ein Krampe HP-Pack, also diese Halfpipe-Geschichten von Krampe. Fand ich im 13er jetzt an sich schon nicht so schlecht. Es gab schon 15er auch schon mal sowas in der Art. Die waren mir einfach aber von der Dimension her viel zu groß. Und von daher
Werden wir uns gleich mal so einen Krampel mieten und schauen, wie der sich so macht. Ob man den denn doch eher gebrauchen kann. Weil an sich, diese Hilkenmulde ist von ihrer Bauart her für mich eher sowas für Bauunternehmer. Gut, Bauunternehmer ist jetzt auch wieder so eine Geschichte. Autobahnbaustellen werden oft Trecker eingesetzt. Wir haben jetzt hier bei uns im Ort auch einen Bauunternehmer, der fährt mit. Ja, der hat drei große Käse am Laufen, auch mit Halfpipe-Mulden hinter. Ja, von Krampe. Krampe und Kröger, glaube ich. Stimmt, die eine ist von Kröger. Ja, und es ist halt einfach so für mich von Art her nichts wirklich für die Landwirtschaft gut. Wie gesagt, Krampe, Halfpipe ist jetzt an sich auch nicht unbedingt in der Landwirtschaft für mich anzusiedeln. Ich meine, man kann sie da nutzen, klar. Aber doch so von der Bauart her und auch sind die halt auch ein bisschen robuster. Sind die doch vielleicht eher für andere Sachen geeignet. So, können wir uns in der Zeit mal eben die Karre mieten. Stunde sollte erstmal reichen. Ja, den setzen wir nochmal eben zurück. Da will ich jetzt nicht unbedingt sonst hinfahren. Eben den Anhänger noch ganz runterlassen. Lange gebraucht. So, und da steht unser neues Geschütz, beziehungsweise das gemietete. Sieht mir jetzt schon mal wieder ein bisschen. Ja gut, man merkt, dass es auch noch halt ein altes Modell ist. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Ich meine, gut, der wurde halt wohl auch so, wie ich es gelesen hatte, nur konvertiert. Gut, so die Sachen von FSM, das ist bei mir eigentlich eher so ein heikles Thema. An sich, die haben super Ideen, machen wohl auch gute Sachen, vom Prinzip her. Aber vorweg sei gesagt, es handelt sich jetzt hier nur um meine Meinung und meine Ansicht. Die Maps, die sie jetzt gemacht hatten, die Ackendorf, soll wohl oder hat extrem viele Funktionen, was Multiplayer wohl Vorteil sein kann, auch nicht unbedingt muss, weil man sich halt um viele Sachen kümmern muss. Für einen Singleplayer, gut, könnte das auch mal schnell zu viel werden.
Klar, man muss nicht alles bewirtschaften oder bearbeiten, aber ja, wenn man es hat, will man es auch nutzen. Oh, dann gab es mal die Nordheidemap von denen. Mag wohl so auch nicht schlecht gewesen sein. Finde aber immer irgendwie, haben die was Komisches an sich, die Maps. Gerade auch so wie die Nordheide. Was so diese ganze Beschilderung, wie es um das angeht, ist alles, ja. Wie gesagt, ist halt meine Meinung darüber. Genauso ist das bei denen mit deren Anhängern. Die bauen großteils ja nun keine realen Marken nach. Ist vollkommen in Ordnung. Aber diese Farbgebung davon, dieses grün-rote, das wirkt mir irgendwie zu sehr künstlich, zu sehr gemalt. Zumal dann auch die Dimensionen und Abmessungen von den Anhängern, ebenso wie diese Geschichte, ich glaube, das war ja, so eine Art Silo-Anhänger. Es sind hinten zwei Achsen, beziehungsweise die auch ganz weit hinten angesetzt und vorne das Dolly auch mit zwei Achsen. Ja, sieht komisch aus. Daher auch so allgemein die anderen Anhänger von denen damals, was rauskam, dieser Fortuna, dieser kleine Tandemkipper mit dem Drehschemel dazu. Ja, irgendwie war der Anhänger im Vergleich zu anderen immer extrem am Schieben. Kann mir jetzt auch nur so vorgekommen sein. Und daher war ich da schon mal nicht der größte Fan von. Was ich allerdings immer noch mal von denen ausprobieren wollte, war der Ballenwagen, weil mir der so von der Bauart her gefallen hat oder gefällt. Aber ja, muss man sich das mal gucken, dass da ist überhaupt wegen. Ich meine, der hat einen Attacher. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Gut, das muss man sich dann halt noch mal einfach mal angucken. Ich meine, es ist immer schlecht, sich da ein Urteil drüber zu bilden, wenn man es nicht kennt. So, auf jeden Fall geht der Krampe gleich wieder weg. Wie gesagt, er gefällt mir jetzt optisch doch nicht so, überzeugt mich alles nicht so wirklich. Meine, ich kann jetzt selber oh, Fahrzeuge, Trecker selber nicht modellieren und bauen. Auch die ganzen Animationen und Funktionen einbauen. Das kann ich nun mal nicht, von daher ist das auch immer schwierig, sich da eine Meinung darüber zu erlauben. Sehe ich jetzt auch zumindest so. Wenn ich nur eigentlich wirklich immer nur sowas zu irgendwelchen Sachen sagen, wenn ich da selber auch Ahnung von habe. Ich kann es jetzt nur optisch beurteilen und ja. Da ist es halt nicht meins. Also, tschüss. Wir fahren dann mit dem Hilken weiter. So, rein theoretisch sollten jetzt noch anderthalb Ladungen in der Kompostanlage sein. Eine werden wir noch gemeinsam da wegholen. Den Rest mache ich dann eben außerhalb der Aufnahme. Und ja, im nächsten Teil werden wir den Kompost dann mal auf die 7 raufhauen.
Ja, so, zu dem Schlepper nochmal. Case ist jetzt auch nicht unbedingt meine Marke. Jetzt diese CVX bzw. Puma-Reihe, ja, habe ich mich mittlerweile so ein bisschen mit angefreundet. Was ich so wie bei dem hier irgendwie mag, ist der Sound. Macht vielleicht auch dran liegen, wie gesagt, der Bauunternehmer hier bei uns da aus dem Ort. Die Dinger hört man hier nun hier auch mehrmals täglich langfahren. Die sind nun auch nicht gerade leise. Ich glaube, die Fahrer von der Firma, die sind auch so ein bisschen geistig umnebelt, um es mal so zu sagen. Die kennen auch nur Vollschub. Dementsprechend brüllen die Kisten auch immer. Ich glaube, mittlerweile hat man sich so stark dran gewöhnt, dass man das jetzt hier mittlerweile auch schon im Spiel den Sound davon braucht. Meine, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das bei den Käse auch nur normal, dass die so brüllen. Aber so im Vergleich zu anderen, die man hier so lang fahren hört, ist das doch schon heftig. Ja, da müssen wir uns jetzt demnächst auch nochmal drum kümmern, irgendwie nochmal ein bisschen Gras zu machen. Wo wir bei Gras sind, die Rundballenpresse habe ich noch verkauft und ja, auch diesen Rundballensammelwagen, den originalen, den hatte ich auch noch. Wenn wir Grasballen machen, denn jetzt auch als Quaderballen. Ansonsten Rest geht lose ins Futterlager. Wenn wir uns jetzt nochmal so einen kleinen finanziellen Vorsprung rausgearbeitet haben, wenn wir uns auch den großen Futtermischwagen so langsam mal zulegen, dann müssen wir uns dann entsprechend auch nochmal drum kümmern, dass wir ein paar Rüben oder Kartoffeln geerntet kriegen. Weil mir einfällt, dann müssen wir mal eben gucken, wie wir das denn machen. Gut, da habe ich jetzt nur die Selbstfahrer drin, aber wir werden das wohl mit denen machen müssen. Ich hatte mir mal den originalen Rübenroder zum hinten dran hängen genommen, ein bisschen umgeschrieben. Damit konnte man dann auch Kartoffeln roden. War halt so der Grundgedanke ursprünglich mal dabei, weil ja, dass man am Anfang oder wenn man so ein bisschen kleiner ist, stellt man sich nicht unbedingt einen Selbstfahrer auf den Hof. Und ja, den originalen Kartoffelruder, das zweireihige mit dem versetzten, ist auch irgendwie jetzt nicht so mein Ding. Beziehungsweise ich finde das ziemlich mühselig, damit zu arbeiten. Und daher hatte ich mir den anderen halt mal umgeschrieben. Aber ja, da muss ich mir auch noch mal was einfallen lassen. Wie gesagt, wenn wir Mischfutter machen wollen mit dem großen Mischfutterwagen, brauchen wir definitiv Rübenschnitzel. Gut, und damit beenden wir auch wieder die heutige Folge. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne auch mal auf meinen Facebook-Seiten vorbeischauen. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Abonnieren dürft ihr natürlich auch gerne, wenn ihr es noch nicht habt und euch das soweit alles gefällt. Und ja, ansonsten
verabschiede ich mich dann erstmal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.